Diamant Tanzschuhe. Markenprodukte Made in Germany. Eberhard Müller eröffnete 1873 ein Ladengeschäft in Frankfurt am Main. Sein Sohn Otto Senior fertigte bereits industriell. Otto Junior erbaute seine eigene Fabrik in Bad Soden am Taunus. Bereits in der vierten Generation leitet Thomas Müller das Familienunternehmen und führt es innovativ in die Zukunft. Durch verbesserte Prozessautomatisierung und den Einsatz modernster Technik werden heute über 80 Modelle angeboten. Eine Vielfalt von Materialien, Absatzformen und Weiten ermöglicht es, mehr als 1000 Variationen zu kreieren. Trotz Hightech ist der Diamant-Tanzschuh noch immer ein Produkt mit viel Handarbeit und wird in bis zu 40 Arbeitsgängen gefertigt. Das geschulte Auge unserer Mitarbeiter trägt dazu bei, dass nur erstklassige Ware die Fabrik verlässt. Bis heute lieferte Diamant über 2,5 Millionen Tanzschuhe in 37 Länder auf 4 Kontinenten. Der reibungslose Ablauf von Bestellung, Fertigung, Endkontrolle und Versand wird durch die EDV protokolliert, womit der aktuelle Stand jedes Auftrages stets abrufbar ist. Ihre Bestellung befindet sich bereits im Versand und wird in den nächsten 48 Stunden bei Ihnen eintreffen. Diamantschuhfabrik Müller-Unger, schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Das Tango-Modell 47 können Sie sich ansehen auf unserer Webseite unter diamant.net. Wir alle leben und lieben die Schuhherstellung. Das lässt sich an der Qualität unserer Produkte erkennen. Unseren qualifizierten Mitarbeitern bieten wir sichere Arbeitsbedingungen und ein familiäres Miteinander. Thomas Müller ist seit 40 Jahren in der Schuhherstellung tätig. Sein Handwerk hat er auf dem renommierten italienischen Kolleg Ars Sutoria in Mailand erlernt. Jedes Diamantschuhmodell, das unser Haus verlässt, trägt seine Handschrift. Mir liegt es am Herzen, die Familientradition der Schuhmanufaktur mit der Tanzschuhproduktion weiterzuführen. Die steigende Nachfrage und unser treuer Kundenstamm zeigen mir, dass unsere Qualität und Preiskalkulation stimmt. Ich bin froh, dass diese Tradition auch in der fünften Generation fortgeführt wird.